Hallo und herzlich willkommen auf Jump Coaster Fan und willkommen zum Video zur besten Achterbahn von jedem Hersteller. Nochmal kurz vorab, ich hatte ja das letzte Video auch hier in dieser Position gemacht, allerdings mit meiner Webcam. Da habt ihr mir schon geschrieben oder kritisiert, dass das nicht ganz so gut war. Deswegen filme ich das heute mal mit der GoPro. Schreibt gerne mal, ob ihr jetzt wirklich eine Verbesserung seht oder ob ich das wieder in der Webcam machen soll. Das Ganze ist für mich eigentlich gerade auch genauso ungewohnt wie für euch. Aber ja, wir schauen mal, wie es läuft. Und in dem heutigen Video stelle ich euch einfach mal die beste Achterbahn von jedem Hersteller vor, die ich gefahren bin. Ich habe jetzt 24 verschiedene Hersteller, von denen ich jeweils eine Achterbahn rausgepickt habe, die meiner Meinung nach die beste von denen ist. Das Ganze ist quasi so eine Art Ranking. Ich ordne das aber jetzt nicht wirklich so ein. Es sind einfach nur quasi so eine Anordnung. Die beste Bahn von jedem Hersteller. So, was soll man da groß erklären? Dürfte eigentlich klar sein. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt. Und es sind einige sehr seltsame Hersteller dabei. Und wir beginnen direkt mit STC. Und von denen bin ich eine gefahren, so viel ich weiß. Und das ist Coco Beach. Von der Kirmes bin ich damals auf dem Fandomio gefahren. Ja, ist halt ein kleiner Junior Coaster, nichts Besonderes. Aber besser als die ganzen Wacky Worms. Aber kann man auch nicht groß noch was zu sagen. Wir bleiben bei Wacky Worms. Bei DAL Amusement Rides habe ich Willy der Wurm, Wacky Worm. Kennt jeder von euch, das gibt es als Wurm, gibt es als Tiger, als sonst was für ein Tier oder so. Dürfte eigentlich jeder von euch gefahren sein und ist jetzt auch nichts Besonderes, muss man auch nicht lange drüber reden. Was aber schon um einiges cooler ist, ist die Bahn von Reverchon und da habe ich einfach mal alle Crazy Mouse Coaster drin. Also die ganzen Reverchon Spinning Coaster, quasi eine Drehmaus. Hat das Standard wilde Maus-Layout, allerdings dreht man sich noch um die eigene Achse. Von Zamperla bin ich leider noch keine Drehmaus gefahren, aber von Reverchon die schon. Da sind viele dabei, die sehr, sehr scheiße sind, aber auch viele, die sich etwas besser fahren. Ich kann jetzt zum Beispiel Crazy Mouse von Jansen von der Kirmes jetzt mal hier auffassen. Das war wirklich echt ganz gut und fuhr sich echt in Ordnung. Kann man auf jeden Fall machen, ist besser als die ganzen kleinen Kinderbahnen, schon ein größerer Family Coaster. Wir bleiben allerdings familientauglich und zwar mit Brandauer. Ist so ein Hersteller von Alpine Coaster, der größte Vegan kommt gleich. Und da habe ich die Sommerrodelbahn auf dem Erbeskopf. Ich bin leider nur zwei Sommerrodelbahnen gefahren von Brandauer. Die andere ist der Schanzenwirbel im Winterberg. Der war scheiße. Und die Sommerrodelbahn am Erbeskopf ist ganz gut eigentlich. Hat mich überrascht. Ich mag Brandauer immer noch nicht so sehr. Aber war ganz gut eigentlich. Also bockt, ich finde es aber ein bisschen unhandlich da drauf. Es ist sehr unbequem auf diesen kleinen Bahnen. Da finde ich die Bahn von Vegan auch um einiges besser. Ja, kann man machen, muss man nicht, ist aber ganz solide. Wir machen direkt weiter und kommen wieder nach Frankreich, bei französischen Hersteller wie Reverchon eben. Und zwar Soquet. Ich bin eine Bahn von Soquet gefahren und das ist Grand Canyon im Frappetree City. Die war wirklich sehr, sehr cool. Man, ganz hinten hatte man echt gute Härte auf den Drops, das war echt geil. Fuhr sich jetzt nicht so geil, also an manchen Stellen hat es ein bisschen geschlagen, aber war noch in Ordnung. Mit dem ganzen Felsmassiv sieht das Ganze auch ganz nice aus und ist, ja, die zweitbeste Bahn im Park. Gibt allerdings auch nur insgesamt 3 Achterbahnen. Ja, eigentlich eine ganz coole Bahn und der nächste Hersteller, den ich habe, ist aus Italien. Preston und Barbieri bin ich auch eine Achterbahn von gefahren, das ist der kleine Zahnmann-Safak. Es ist eine ganz, ganz kleine Kinderbahn, also bin ich auch nur einmal gefahren für den Count. Nichts Besonderes, sieht von außen echt cool aus, sieht halt aus wie so eine kleine Holzachterbahn, ist aber leider nur ein kleiner Junior Coaster. Ja, nichts Besonderes, muss man nicht lange drüber reden, kann man machen. Was aber was Geiles ist und was sehr Besonderes ist, ist die Bahn von Schwarzkopf und da habe ich mich für Psyche Underground entschieden. Ja, Schwarzkopf Shuttle Loop Coaster im Walibi Belgien. Kennt eigentlich jeder von euch, ist Indoor, sehr, sehr geiler Soundtrack, der Lounge, sehr, sehr gut intensiv. Ist leider nicht mehr dieser alte Flywheel-Lounge von Schwarzkopf, sondern jetzt ein LEM-Lounge von Gerstlauer. Und der Looping ist mega intensiv, gerade wenn du da rückwärts durchfährst. Das knallt echt ordentlich. Und die ganzen Spikes sind auch nice. Ist natürlich jetzt ein bisschen sehr kurz, aber ist die beste Schwarzkopfbahn. Leider halt nicht geschafft, haben es zum Beispiel Olympia Looping oder Alpina Bahn dagegen anzukommen. Und bei Olympia Looping einfach nur wegen den Scheißbügeln, die mag ich wirklich gar nicht. Wir machen weiter mit Zira, wir bleiben in Deutschland. Und da war ich ein bisschen am Struggeln, habe mich aber tatsächlich für Huracan im Belverde Park entschieden. Ist so ein großer Indoor-Coaster, hat aber vorher eine kleine Kurve, die draußen verläuft.
Hat eine sehr, sehr coole Queue-Line. Der ganze Indoor-Part hat so Stroboskop-Lichteffekte, ist cool. Es gibt vorher noch einen Dark-Ride-Part, der noch geiler ist. Mag ich sehr. Oh, jetzt ist hier ein Viech auf der Kamera. Oh Gott, oh Gott. Ja, sehr, sehr coole Bahn. Mag ich sehr, bockt wirklich. Also gerade die kleine S-Kurve, die es gibt, ist echt nice. Und fährt sich auch super smooth. Echt eine sehr, sehr coole Bahn, muss ich sagen. Was auch eine coole Bahn ist, ist von ART Engineering. Da bin ich zwei Bahnen gefahren. Einmal den Bike Express im Europapark und Nosette Express im Nigloland, für die ich mich entschieden habe. Ist halt, ja, Bike Express in groß. Ist ein, ja, mittelgroßer Family Coaster, würde ich sagen. Und fährt sich super smooth. Sieht richtig, richtig cool aus von der Gestaltung her. Mega cool. Ist die vorletzte Bahn, die das Nigloland gebaut hat. Danach kam ja noch Krampus Expedition. Die Bahn ist allerdings leider nicht in diesem Ranking. Aber ja, trotzdem Nosette Express, sehr, sehr coole Bahn und macht auch für die Größeren Spaß. Wir werden jetzt ein Stück größer und gehen zu ABC Rides. Und da habe ich mich für zum Rittersturz im Wild- und Freizeitpark Schlotten entschieden. Ist auch die einzige Bahn von ABC Rides, die ich gefahren bin. Ihr seht, es sind viele random Hersteller, wo ich nur ein oder zwei Bahnen gefahren bin. Aber passiert. Die großen Hersteller, die kommen jetzt gleich gegen Ende. Ja, zum Rittersturz vorne sehr, sehr nasse Bahn. Also wohl so mit einer der krassesten, also der nassesten Wasserbahn, die ich bisher gefahren bin. Ist halt ein Watercoaster. Sehr, sehr steiler Drop. Wirklich cool. Der Dark Ride Part am Anfang ist ganz nice. Und besitzt jetzt ja mittlerweile auch wirklich eine Ritterburg, die nicht mehr ganz so scheiße ist. Ich bin aber dennoch nicht der größte Fan. Vorher war das ja einfach nur ein großer Betonklotz. Wir gehen weiter zu SBF Visa. Und da bin ich einige Wacky Worms gefahren, aber was dann doch nochmal ein Stück besser ist, ist die Silbermine von der Kirmes. Ja, es ist halt nur ein kleiner Junior Coaster wieder, nichts Besonderes. Muss ich noch kurz was dazu sagen. Steht auch meistens in der Roccolinos Kinderwelt, wenn es nicht gerade auf Reise ist, also wahrscheinlich dann im Winter. Bin ich allerdings, da bin ich das Ding nochmal gefahren, in Euskirchen, letztes Jahr. Ja. Solide Bahn ist halt eine Kinderbahn, muss man nichts zu sagen. Wir gehen jetzt zurück zu den Sommerrodelbahnherstellern und gehen zu Wiegand. Das ist ja der größte Sommerrodelbahn oder Alpine Coaster heißt es ja eigentlich, Hersteller, den man so kennt. Und da bin ich schon ein paar mehr als von Brandauer gefahren. Ich habe mich tatsächlich, es war sehr knapp, für den Trapper Slider im Fort Fun entschieden. Ja, im Wald gelegen, ganz cool. Muss ich leider ein bisschen lange veranstehen, war nicht so schlimm. Die Fahrt selber bockt, ist halt relativ lang eigentlich. Nicht so lang wie der Hasorn Coaster, der es ja nicht geschafft hat. Aber trotzdem länger wie der Moselbob, den ich knapp nicht gewählt habe. Der wäre, ist halt vielleicht so fast so genauso gut wie der Trapper Slider. Das ist so ein sehr enges Ding zwischen den beiden Dingern. Aber Trapper Slider wirklich cool. Bockt, kann man, also bei Alpine Coaster kann man wirklich durchdrücken. Bei Sommerrodelbahn an sich, wo man in der Wanne sitzt, bin ich immer so ein bisschen am Struggeln. Aber Alpine Coaster kannst du durchballern. Da fliegst du auf keinen Fall raus. Das ist unmöglich. Ja, Trapper Slider, cooles Ding. Macht auf jeden Fall echt Bock. Von S&S bin ich eine Achterbahn gefahren. Und das ist Timber Drop im Frappe Tree City wieder. Ist die steilste Achterbahn in Europa. Ja, ist halt ein großer El Loco Coaster. Macht echt Spaß, die Bügel sind nicht so geil. Thematisierungstechnisch wirklich cooles Ding, fährt auch einmal durch so einen großen Baumstamm am Anfang durch und hat auch ordentlich Hangtime, gerade in dem langgezogenen Dive Loop oder in der ja, Heartland Roll, die so nach unten geht. Cooles Ding, macht echt Spaß und finde ich wirklich nice. Und jetzt bleiben fast nur noch die großen Hersteller. Vorher kommt allerdings noch einer, wo ich wieder eine Bahn von gefahren bin oder sogar mehrere, ich bin mir nicht mal sicher, kann sein, dass es wieder irgendein Scheiß Wacky-Bum war und zwar Pinfari. Da habe ich mich für Berg und Tal entschieden. Bin ich vor kurzer Zeit erst in Dortmund, Oberhausen, Stärkrade gefahren. Ja, ist ein großer Cyclone Coaster, hat keine Bügel tatsächlich. Macht Spaß, fährt sich überraschend gut. Ja, aber auch jetzt nicht die Welt, muss man nicht drüber reden. Bin ich auch noch für den Count eben gefahren und müsste ich jetzt auch nicht nochmal fahren. Was ich aber gerne immer wieder fahre, ist die Bahn von GCI, für die ich mich entschieden habe. Und das ist nicht Joris Ende Drag, sondern Troy im Toverland. Ihr wisst es, ich liebe Troy über alles. Es war, glaube ich, sogar meine erste Holzachterbahn, wenn ich richtig liege. Oder war es Joris? Ich bin mir nicht mal sicher. Und bockt einfach das Pacing von vorne bis hinten, knallt richtig durch. Er hatte immer das Ding mega viel, finde ich richtig geil. Der Station Fly-Through ist cool. Thematisierungstechnisch ist es jetzt natürlich jetzt nicht so krass. Aber ach, es ist immer noch die beste Bahn im Park und einfach ein richtig, richtig geiles Ding. Muss ich euch zu Troy was sagen? Ich glaube nicht.
Wir bleiben quasi bei Holz, gehen aber zu Hybrid Coaster. Und zwar AMC, bin ich auch eine Bahn von gefahren. Und zwar natürlich Untamed im Walibi Holland. Ja, muss ich was zu Untamed sagen. AMC, Hybrid Coaster, Ibox Track, Airtime ohne Ende. Theming ist tatsächlich besser als erwartet. Die Station sieht geil aus. Die Q-Line ist okay, aber nicht so geil, wenn du da eine ganze Stunde bei 30 Grad in der Sonne stehen musst. Ich spreche da aus Erfahrung. Aber ja, die Fahrt, mega geil. Bin ich leider nur zweimal gefahren, einmal vorne, einmal hinten. Aber die beiden Fahrten waren einfach geil. Wirklich eine Hammerbahn, ist immer noch sehr weit oben in meinem Ranking und macht immer wieder Spaß. Ich muss endlich wieder ins Walibi Holland. Das ist ja leider schon länger her. 2019 war es das letzte Mal, wo ich die Bahn heute auch gefahren bin. Boah, 3 Jahre schon, ey. Geht weiter, Premier Rides, bin ich eine Bahn von gefahren. Skyscream im Holiday Park. Ja, Skyrocket 2 steht tatsächlich gar nicht mal so oft, wie man eigentlich denkt. Ist halt ein Standard-Layout, das mehrmals geklont wurde. Allerdings nur das eine Mal in Deutschland. Die Q-Line richtig cool, hat halt auch verschiedene Jumpscares. Ich finde Maces sowieso allgemein immer geil. Und das ist halt wirklich ein sehr nicer Wartebereich. Von außen sieht das Ding auch richtig cool aus mit der ganzen Station und so. Ja, der Zug ist kacke. Man hat sehr, sehr wenig Platz, die Bügel, ja, nicht so nice. Aber man hat wenigstens nicht noch die Westen über den Schultern, wie es bei anderen Skyrocket Tours der Fall ist, sondern nur die Lapbars. Und der Lounge ist wirklich knackig, ist gut. Oben in der Hardline Roll hat man gute Hangtime, der Non-Inverted Loop ist ganz nice. Ist eine sehr, sehr coole Bahn. Ich mag die tatsächlich mehr als viele andere von euch, wie ich schon gehört habe. Wir finden die Bahn halt echt scheiße. Ich mag sie tatsächlich sehr, sehr gerne. Ist die zweitbeste Bahn im Park. Gibt halt leider auch hier nur 3. Naja. So, wir gehen direkt weiter zu Maurer. Und da habe ich mich für Vinyas 4 entschieden. Leider nicht Vinyas Force, 4 finde ich ja noch ein Stückchen besser. Ja, ein Phantasialand Spinning Coaster, kennt jeder von euch, Indoor-Ding. Mega cool und ist halt einfach immer noch nach 20 Jahren, die Bahn mittlerweile da schon steht, immer noch richtig cool, fahre ich immer wieder gerne. Die Q-Line ist halt gerade im Sommer nicht so geil und halt echt stickig. Aber fahrtechnisch bockt das Ding und gerade mit 2:1 Beladung macht es richtig Bock und du drehst dich verdammt oft. Zamperla bin ich, so viel ich weiß, eine Bahn gefahren und das war's, glaube ich. Und zwar die Familie 8 Bahn im Minimundi in den Niederlanden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr die Bahn gefahren sind. Sind tatsächlich gar nicht mal so viele von euch. Ist halt ein kleiner Zamperla Gravity Coaster, Familienbahn, beziehungsweise eher Kinderbahn. Bin ich, boah, ich weiß gar nicht, als Kind irgendwann mal gefahren. Kann ich deswegen auch nicht so viel zu sagen. Aber ist halt eine kleine Kinderbahn, nichts Besonderes. Und wir können auch direkt weitergehen. Und zwar zu Vekoma. Und Vekoma habe ich gar nicht lange überlegt. Tatsächlich war relativ einfach. Und zwar Fly im Phantasialand. Hier Flying Lounge Coaster, kennt jeder von euch. Ist halt hoffentlich auch jetzt endlich jeder von euch gefahren. Ist ein richtig cooles Ding. Ist auch für mich die beste Bahn tatsächlich im Park. Und einfach geil. Theming, die ganze Themenwelt, so, mega geil, die Q-Line ist, die mag ich tatsächlich überhaupt nicht, die ist mir viel zu lang, du läufst wirklich einmal komplett rum, über Treppen hoch und Treppen wieder runter, aber die Station, die man dann später auch ankommt, wo man vorher noch sein ganzes Gepäck in die Locker reintut, ist richtig geil und macht wirklich Bock, die Bahn, gerade wenn du ganz vorne sitzt, einfach geil, du hast auf jedem Hill richtig schöne Airtime, wenn du in den Tälern bist, boah, es drückt dir wirklich alles raus, also es ist wirklich sehr, sehr intensiv und die Bahn fahre ich auch nicht so gerne tatsächlich mehrmals hintereinander, weil es dann wirklich echt schon zu intens ist. Sehr gerne fahre, ist die Bahn von Mark Rides und es ist natürlich nicht Blue Fire, wie die ganzen EP-Fanboys von euch es jetzt vermutet haben, sondern natürlich Ride to Happiness im Plopsaland. Ja, Extreme Spinning Coaster, muss ich nichts zu sagen, ist halt hoffentlich jetzt auch wirklich jeder von euch gefahren, ist mit einer der besten Bahnen in Europa, das sag nicht nur ich, das sagen auch viele Leute, die auch viele wirklich andere krasse Bahnen in Europa gefahren sind, wie Sadra oder auch Wildfire und einfach ein richtig, richtig geiles Ding. Die Fakten sprechen jetzt tatsächlich nicht so sehr dafür, da sind viele Bahnen noch weiter rüber, zum Beispiel auch Silverstar im Europa Park, aber die Bahn mag ich tatsächlich überhaupt nicht. Aber Ride to Happiness gefällt mir wirklich mega, mega gut und ist fast meine Zweitlieblingsbahn. Wobei, es ist meine Zweitlieblingsbahn, was rede ich eigentlich? Es ist fast meine Lieblingsbahn, das meinte ich. Da kommt tatsächlich nur noch eine Bahn rüber, zu der kommen wir nämlich gleich. Aber so, ist einfach ein richtig, richtig geiles Ding, die Fahrt bockt mega. Und fahrt das Ding bitte unbedingt. Was ihr auch unbedingt fahren sollt, ist die Bahn von Intermin, die ich gewählt habe. Es ist nicht Taron tatsächlich, sondern Conda im Walibi Belgien.
Intamin Megacoaster fand ich am Anfang nicht ganz so cool, mittlerweile dennoch schon mehr. Bin ich ja zur Saisonstart, gucke auf jeden Fall gerne den Vlog wieder. Auch mehrmals gefahren dieses Mal. Und gerade hinten warm gefahren, mega geil. Der Drop reißt sich komplett raus. Der Drop finde ich nicht ganz so gut wie bei GeForce tatsächlich, aber die restliche Fahrt dennoch, genau wie die ganzen Sitze und Bügel, sind da die gleichen wie bei Taron zum Beispiel. Die ganzen Next-Gen Intamin Coaster haben alle dieses System. Das gefällt mir zum Beispiel bei GeForce gar nicht mal so sehr. Aber das Finale hätte man leider noch ein bisschen mehr rausholen können, finde ich. Die ganzen Hits, die geben jetzt nicht so sehr die krasse Airtime. Aber die Airtime auf den anderen Elementen ist wirklich sehr, sehr cool und einfach ein richtig, richtig geiles Ding. Was auch ein geiles Ding ist, ist die Bahn von B&M, die ich gewählt habe. Viele denken jetzt, es ist Phoenix. Nein, es ist tatsächlich Monster im Rolligator Park. Optisch mega hässliche Bahn. Müssen wir nicht drüber reden. Themen gibt es null. Die Station hat nicht mal ein Dach. Die Bahn ist komplett weiß mit so einem leichten rosa Stich. Die Züge sind knallebunt. Also optisch eigentlich auf keinen Fall eine geile Bahn. Aber die Fahrt ist richtig, richtig, richtig geil. Die Cobra Roll ist tatsächlich überraschend cool. Hatte ich tatsächlich gar nicht so geil erwartet. Die Corkscrews sind nice. Der Looping ist cool. Die Zero G Roll ist sehr, sehr geil. Und auch der Drop ist für einen Inverted Coaster wirklich geil. Und ja, wirklich ein geiles Ding und ist die beste Bahn von B&M, die ich bisher gefahren bin. Jetzt kommen wir zum letzten Hersteller und das ist gleichzeitig auch meine Lieblingsachterbahn. Die meisten, die mich kennen, wissen es, ist natürlich Gerstlau und natürlich der Schwur des Kernern im Hansapark. Das ist meine Lieblingsbahn, der Drop ist mega geil. Die ganze Fahrt paced richtig durch, abgesehen vom Ende, da lässt es so ein bisschen nach. Aber gerade die Ausfahrt vom Stängeldive ist mega krank intensiv. Die Atemrunde am Ende ist nochmal ein cooles Element, das nice Hangtime bietet. Und Leute, ich liebe die Bügel, ich liebe die Sitze bei der Bahn. Die Bahn ist echt fast perfekt. Abgesehen hat, wie gesagt, von dem kleinen Ende gegen Ende. Das Ende gegen Ende. So viel dazu. Die Q-Line kenne ich leider noch nicht. Noch nicht. Ja. Die Fahrten, die ich auf der Bahn hatte, waren wirklich geil. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Ich kenne die Bahn jetzt in jeder Reihe. Gerade vorne und auch ganz hinten ist das wirklich eine mega, mega Bahn. Und sie schlägt auch nicht, wie es viele von euch behaupten. Sie fährt sich maximal etwas ruppig. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich merke da, mich stört das tatsächlich überhaupt nicht. Ich finde die Bahn richtig, richtig geil. Von vorne bis hinten echt ein super Ding. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Bahn findet. Das war es auf jeden Fall, die Bahnen. Das war es auf jeden Fall für dieses Video zu der besten Achterbahn von jedem Hersteller, die ich gefahren bin. So viel ich weiß, gibt es dieses Video tatsächlich noch gar nicht auf YouTube. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Idee fandet und was ihr euch für die Zukunft für Videos wünscht. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Like gerne dieses Video, schreibt in die Kommentare, lasst einen Kommentar da. So. Wie gesagt, ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.